Verehrte Frau Präsidentin, wir hatten uns ja gerade schon sehr nett ausgetauscht. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, seit Anfang 2015 haben wir in diesem Hohen Haus 32 aktuelle Stunden durchgeführt. Heute findet die dritte aktuelle Stunde zum VW-Abgasaffäre statt. Zum Vergleich, zur Gesamtsituation im Nahen Osten gab es 4 aktuelle Stunden, außerdem 2 zum Thema Terrorismus. In einer haben wir uns mit dem Thema Flüchtlinge unterhalten. Ich wiederhole jetzt einmal, 3 aktuelle Stunden zum VW-Skandal in nicht einmal einem halben Jahr. Dass die Grünen mit der Beantragung dieser aktuellen Stunde falsche Schwerpunkte setzen, ist damit ganz offensichtlich. Denn Neues ist kaum zu berichten. Natürlich könnte es sein, dass derzeit für die Grünen keine wichtigeren Themen gibt als den VW-Skandal. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Grünen nur noch billige Effekthascherei haben wollen. Was mich am Umgang der Grünen mit der Abgasaffäre stört, sind jedoch weniger diese Zeitverschwendung und das parteipolitische Geplänkel. Das kennen wir ja leider zu Genüge von Ihnen. Vielmehr stört mich, dass die Grünen einen Feldzug gegen den Industrie- und Automobilstandort Deutschland führen. Mit einigen wenigen Schlagzeilen spielen sie mit zahllosen Arbeitsplätzen. Sie sollten sich einmal vor Ort bei den Autohändlern informieren, wie sachlich die Kunden mit diesem Thema umgehen, wie betroffen aber teilweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ob ihres Verhaltens auch. Ich denke dabei nicht nur an die 115.000 Beschäftigten in den 6 deutschen Standorten, sondern auch an die Beschäftigten der VW-Werkstätten und der Zulieferbetriebe. Dass sie deren Job gefährden, das ist der Skandal an der Sache. VW hat durch die Aufdeckung der Abgasmanipulation bereits mehr als genug Eigeninteresse an der Aufklärung. Weltweit kämpft die Marke mit Imageproblemen. Erstmals seit 2014 gab es einen Umsatzrückgang in 2015. Um 4,8% ist der Fahrzeugabsatz der Kernmarke VW gesunken, insbesondere dabei in den USA, wo dieser Skandal auch aufgedeckt wurde. Der Konzern setzt alles daran, die Probleme abzustellen und Ähnliches für die Zukunft zu verhindern. Zusätzliche Panikmache wie diese überflüssige Debatte verunsichert die Kunden. Die grünen Ideologen sagen dazu, VW muss büßen für das, was sie getan haben. Eine Krise bei VW schadet aber in erster Linie eben nicht denjenigen, die für den Skandal verantwortlich sind und nun selbstverständlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Nein, die Grünen schaden mit ihrer negativen Propaganda den kleinen Angestellten bei VW, den Händlern, den Werkstätten und den Zulieferbetrieben in ganz Deutschland. Ich kann Sie daher nur eindringlich bitten, nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen und diesen Klamauk endlich zu beenden. Das hilft niemandem, auch nicht dem grünen Feldzug gegen den Verbrennungsmotor. Denn Sie sollen sich nicht einbilden, dass die Autofahrer auf das Fahrrad umsteigen, wenn sie das Vertrauen in deutsche Fahrzeugtechnik verlieren. Geben wir stattdessen VW die nötige Zeit, die Affäre aufzuklären und abzuarbeiten. Gleichzeitig haben wir, und Minister Dobrindt hat das angekündigt, schon erste Konsequenzen gezogen durch die unangemeldeten Tests, die Ihnen ja auch noch nicht ausreichen, und die Offenlegung der Motorsoftware und der Testergebnisse erschweren wir in Zukunft Manipulation. Die gesamte Branche wird aus den Fehlern von Volkswagen lernen. Verlässliche und transparente Verbrauchsangaben nutzen den Kunden und werden letztlich auch zu technischem Fortschritt und zu niedrigem Verbrauch führen. Das hilft mehr als Ihre Kampfreden gegen große Konzerne. Zum Schluss möchte ich den Grünen eins mit auf den Weg geben. Ich komme aus Niedersachsen. Niedersachsen regiert bekanntlich die SPD mit den Grünen. Im Dezember 2014 ist bekannt geworden, dass 482.000 PKWs in den USA zurückgerufen wurden. Das ist dem Aufsichtsrat bekannt, das ist nachzulesen in Aufsichtsratprotokollen. Ich wundere mich, dass die Regierung in Niedersachsen, an der die Grünen maßgeblich beteiligt sind,
sich nie darum gekümmert hat. Dort sollen Sie aufklären. Das wäre Ihre Aufgabe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kammer. Nächster Redner, Michael Dorn für die CDU-CSU-Fraktion.